Willkommen, liebe Leute, zu Mega Man 4. Hier ist wieder am, ich hätte fast gesagt Mikrofon, aber ich habe... Oh nein! Ich habe aus Dummheit ein Item eingesammelt, was ich gar nicht einsammeln wollte. Egal. Ja. Wenn man sowas nicht weiß, ne, ist es echt... Das ist echt Gülle, ohne Scheiße, ey. Denkt man mal, man ist schlau, indem man ein bisschen zum Rand hüpft und dann... Das war aber ein langes Level. Boah, ey. Oh nein. 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 Kommt jetzt das, was ich denke. Da war eine Teleportkapsel, also ja. Alle acht noch einmal. Oh, ausgerechnet Drillman am Anfang. Oder der Kampf so ewig dauert. Er ist nicht schwer, aber er dauert. Gut, wenn das so weitergeht, dann dauert der Kampf nicht lang. Boah, ich bin ja fast tot. Ah, neue Energietanks. Ich wäre tatsächlich gestorben, glaube ich. So, einer besiegt. Brighty Man, Brighty, Brighty, Bright Man. Mich jetzt in der Ecke da festhalten. Pause. Pause. Energietank, sonst bin ich tot. Mann, ey! Wenn es so weitergeht, dann habe ich am Ende noch einen Energietank für den Endboss und das wird definitiv nicht reichen, glaube ich. Befürchte ich. Mann, ey! Zwei Roboter, also zwei Robotmaster besiegt und zwei Energietanks verballert. Skullman, 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 Skullman. Gott sei Dank ist Skullman immer noch genauso einfach, wie ich ihn in Erinnerung habe. So. Diveman! Wundervoll. Weil wenn ich mich konzentriere, was recht anspruchslos ist. Weil der ist nur wirklich alles andere als eine Herausforderung. Gott sei Dank. Weil sein Bewegungsmuster echt einfach ist. So. Toadman! Der war doch auch einfach. Man musste doch immer nur. Genau, unter ihm durchrutschen, schießen. Wundervoll. Puh. Oh Gott, Ringman kommt irgendwann noch. Da werde ich auf jeden Fall Energietank verballern. Dustman war einfach. Dustman war sehr einfach.
sprach er und hat sich schon einmal treffen lassen. Mir wär's ja ganz recht, wenn du von der Tür da wegkommst, weil ich habe die Befürchtung, wenn ich in die Tür reingehe und da die Energie liegt, die ich aufheben will, gehe ich in die Tür und heb die Energie aber nicht auf. Hopp, geh weg! Geh weg, Dusty! Dusty. Na toll! Oh, Gott sei Dank ging das, ey. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Nein! Winnie Ringman! Wollte ich es unbedingt ohne Energietank schaffen und bin auch so fast hin in sein blödes Bewegungsmuster gekommen und dann habe ich es wieder verbockt. Dann machen wir erstmal den anderen letzten, der hier noch fehlt. Der Pharao-Mann! Der Pharao-Mann! Ja, was macht denn der nochmal? Das ist lange her. Aua. Aua. Gut. Jetzt Ringman nochmal in schön. Ja, Bums! Ha! So macht man das. So, liebe Leute. Los geht's. Ah, wieder ein typisches, hässliches Dr. Wily-Mobil. Ach du Heiliger. Ja gut, wenn wir es schon mit dem Megabuster machen können, dann machen wir das auch mit dem, weil es ist so wie es aussieht eh wieder nur Phase 1. Weil dafür ist es einfach zu einfach. Ja. Wir freuen uns auf Phase 2. Da ist er! Dr. Wily! Toll, ich müsste mal eine Waffe finden. Das kann ja nicht sein. Das kann ja echt nicht sein. Das Kalt bringt mir gar nichts. Vielleicht. Ah. Ja. Ich muss die ja explodieren lassen. Ich kann ja die Drillbomben vorzeitig explodieren lassen. Nur auch treffen. Und selber nicht sterben. Also ohne Energietanks ist der Boss echt so Mega Man 1-Style. Nämlich echt schwer. Yes! Bam! Wer hätte es gedacht?
War ja nicht in jedem Megaman-Teil so, dass Dr. Wily immer zweimal besiegt werden musste. Ja. Gut. Also. Ja, liebe Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Video zum großen Finale wieder. Euer Dusty. Bis bald.